Ich weiß es nämlich nicht. Von da kamen wir, ne? Denke ich mal, von da kamen wir. Oder? Moment. Nein, von da kamen wir nicht. Okay. Irgendwas Rotes, Wabbeliges versperrt uns hier den Weg. Das ist ja sehr schön. Haben wir da irgendwo noch unseren... Geil. Es zerspringt. Juhu. Wollte gerade sagen, das muss irgendwie zerspringen, auch wenn ich so auf den... Oh, Öl! Wenn ich so auf den Boden schlage, das muss ja zerspringen. Kann ja nicht sein, dass das nur dann funktioniert, wenn man sie in die Luft wirft. So, was haben wir da drin? Oh, noch mehr Öl und eine Zunderbüchse. Nehmen wir mit. Brauchen wir auf jeden Fall für später. Ich versuche natürlich so wenig Zunderbüchse wie nur möglich zu verwenden, momentan. Weil ich sage, und so wenig Laternenöl wie nur möglich. Weil, ich meine, auch wenn unser Gesundheitszustand dann natürlich schwindet oder unser geistiger Zustand kaputt geht, ist mir das immer noch lieber, als wie wenn, wenn ich hier Öl und alles verwenden müsste. Oder Zunder, weißt du schon. So, was haben wir da? Da haben wir zwei Türen. Okay, cool. Eine geht da nach unten. Den Weinkeller. Die Tür ist verschlossen und lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Findet den Schlüssel zum Weinkeller. Okay. Und was haben wir hier? Das ist das Labor. Ah ja, okay. Jetzt kommen wir zumindest mal ins Labor rein. Das ist doch schön. Wir kommen ins Labor. Das Labor, wo chemische Sachen zusammengemischt werden oder chemische Substanzen. Okay. Was zur Hölle? Das hört sich ja nicht so geil an. So, Lampenöl mitgenommen. So, da ist nichts. Haben wir da irgendwo was? Nö, da ist auch nichts. Nicht, dass ich da irgendwas übersehe. So, mal kurz wieder Laterne anmachen. Dass wir nicht ganz kirre werden in der Birne. So, gucken wir mal. Haben wir jetzt wenigstens wieder ein bisschen. Oh, schön. Dort ist ein Wassermonster versteckt. Ach, wie schön ist das denn? Ein Wassermonsterchen. Lampenöl. Wunderbar. Und was haben wir hier? Umlagerung der Chemikalien. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzien ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Okay. Chemische Ingredienzien sind vom Labor in den Weinkeller umgelagert worden. Gut, das heißt, wir müssen auf jeden Fall in den Weinkeller. So viel steht schon mal fest. Aber ohne Schlüssel kommen wir da auf jeden Fall nicht rein. Oh. There should be more coop rats. Let me see. And one part aquaforce. Scheidewasser? Ernsthaft? Hat er gerade wirklich Scheidewasser gesagt? Scheidewasser, auch wie süß, wie schön, das schmeckt auch so schön. Ach du Scheiße. So, okay, hier haben wir einen Chemietopf und was haben wir hier?
Frühes Alchemie-Experiment. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Orpiment müssen hinzugefügt werden und Kubrit bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffen, dass es eine gleichmäßige Lösung, eine gleichmäßigere Lösung gibt. Entschuldigung. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Okay, das heißt, das Ding, was wir da zusammenbrauen müssen, diese säurehaltige Lösung oder sowas, die dürfte anscheinend gegen so, gegen dieses rote, wabbelige Zeug, was uns gerade vorher das Tor versperrt hat, anscheinend gut helfen. Das heißt, das macht das anscheinend irgendwie kaputt oder sowas. Finde ich cool. Kann man durchaus machen. Ist nur die Frage, inwiefern brauchen wir das wirklich. Experimente im Labor haben bewiesen, dass sich aus der Kombination von vier Chemikalien eine starke Säure ergibt. Ja, dann wollen wir mal Säure einfach herstellen. Gut, da ist nix, da ist auch nix. Da ist jetzt Wunderbüx drin, sehr schön. Und was haben wir da drin? Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie. Sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Okay. So. Gut, wir brauchen also auf jeden Fall wieder, wir müssen diverse Dinge finden. So, eine Zunderbüx. Eine schöne Zunderbüx. Dass wir uns wieder Licht machen können. Herzallerliebst. So, es ist die Frage, wo müssen wir jetzt weiter? Wo müssen wir jetzt hier lang? So, beruhig dich mal wieder. Ist ja widerlich, wenn du so eine ganze Zeit Hirngespinste kriegst. Ist ja nicht schön. Ist doch für den Kopf auch nicht gut. So, haben wir da irgendwo was, was wir mitnehmen können? Nein? Nö. Gut. Das ist nichts. Also ich glaube ja, dass wir hier... Ja, komm, beruhig dich mal. Ich glaube, dass wir da unten auf jeden Fall nichts mehr erreichen werden. Deswegen gehen wir einfach mal wieder zurück in die Eingangshalle. Und schauen mal, ob wir woanders noch fündig werden. Bezüglich eines Schlüssels für den Weinkeller. Wir brauchen ja zumindest einen Schlüssel für den Weinkeller. Schön. Gut, was auch immer das jetzt gerade war, warum und da der Kopf gedreht wurde, ich habe keine Ahnung. Ja, ich will da rein. Gut. Das geht schon mal nicht. Na nö. Da haben wir eine Zunderbüx. Wie viel haben wir jetzt davon? 14 Stück. Na bitte. Na bitte, es wird ja immer mehr. So, was haben wir hier unten? Da können wir nichts machen. Können wir nämlich auch nichts auf... Oh, da liegt auch noch ein Zunderpix rum. Sehr schön. Und ich spiele das Spiel nicht auf leicht, sondern auf normal. Es gibt nur normal und schwierig. Also von daher gesehen gibt es gar kein leicht. Also wundert euch da bitte nicht. Es ist nun mal so, dass wir da am Anfang recht viele Zunderbüchsen finden, aber dann wird es nach und nach ein bisschen schwieriger. Aber deswegen spare ich mir die jetzt schon mal auf, dass wir dann später nicht suchen müssen. Dass wir dann später keine Probleme haben.
plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay, wunderbar. Haben wir das auch gelesen? Juhu, ich freue mich. Das Tagebuch wird immer von Daniel selbst vorgelesen. Alles andere, also Notizen, Mementos oder so, das müssen wir lesen. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum die einen Texte vorgelesen werden und die anderen wiederum nicht. Das hat alles so seinen Grund. Gut, haben wir da irgendwas drin? Irgendwie eine Zunderbüchse oder so? Nein. So, machen wir erstmal ein paar Kniebeugen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt bin ich ausgepowert. Okay, kann weitergehen. So, was haben wir hier? Eine schöne Laterne. Die wollen wir mal nicht anzünden. Wir brauchen unsere Zunderbüchsen noch. Ja, gut. Warum hier eine Kerze steht, habe ich keine Ahnung. Weil da ist ja Fenster und so, ne? Also von daher, das brauchen wir jetzt nicht. Was haben wir hier Feines drin? Gut, da sind nur Bücher drin. Ein Stuhl. Zack, weg damit. Brauchen wir nicht. Da ist auch nichts drin. Ah, eine Zunderbüchse. Sehr schön. Eine Zunderbüchse können wir immer gut brauchen. Das mag ich ja, wenn wir sowas finden. Gut, haben wir da noch irgendwo was? Irgendwo eine Zunderbüchse vielleicht? Unterm Tisch? Nein. Unterm Tisch ist auch nichts. Da ist auch nichts. Gut. Machen wir weiter. Machen wir da mal auf. Wieder ins Licht. Hallo Licht. Dann. Da waren wir schon drin vorher. Oh. Das heißt, wir haben gerade die zweite Tür aufgemacht des Raumes. Alles klar. Gut. Kann man so stehen lassen. Dann schauen wir mal da rein. Moin. Habe ich da gerade irgendwas gehört? Irgendwas murmeln oder so? Oder irgendwas murren? Ich weiß es nicht. Irgendwas war da. Okay. Da haben wir wieder nur Händen drin. Da ist auch nichts. Da sind auch keine Zunderbüchsen drin. Gut. Da haben wir auch nichts drin. Da vielleicht irgendwas. Ah, na siehst du, Zunderbüchs. Und da ist nichts drin. Gut. 17th May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it. And as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside.
I was trapped. Ein Stein und eine Lücke. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich irgendwo einen Stein finden, der eine Lücke verschließt. Und durch diese Lücke müssen wir wahrscheinlich durchgehen, dass wir hier weiterkommen. Glaube ich. So wie sich das angehört hat. Schön. Ich habe den noch nicht mal richtig bewegt gehabt. Und auf einmal, bumm, wird sie uns schon aus der Hand geschlagen. Auch schön. Nehme ich zur Kenntnis. Hoppala. Da will jemand nicht, dass wir hier sind. Habe ich recht? Ah, beruhig dich jetzt mal. So. Da können wir eigentlich Feuer machen, oder? Nö, geht nicht. Aber dafür haben wir eine Zunderbüchse gefunden. Hey, und was aber da drin? Natürlich, Zunderbüchse. Und eine wunderbare, ein wunderbares Öl. So. Beruhig dich mal wieder, mein Lieber. Beruhig dich. So, alles ist gut. Wir haben wieder Licht. So. Die lässt sich nicht öffnen. Okay. Die Türe zum Geschichtszimmer ist versperrt. Gibt es da einen anderen Eingang? Möglicherweise. So, da ist nix. Da ist auch nix. Und da ist ebenfalls nix. Gut. Haben wir da was? Oh, das sieht schön aus. Das sieht doch mal schön aus, dieser Raum. Den mag ich. Der sieht doch wunderbar aus. Da lässt sich so wohnen. Ich meine, gut, das ist halt so eine riesen Villa oder so ein riesen Schloss. Aber für eine einzelne Person wäre es, glaube ich, ein bisschen zu groß. Aber so. Aha. Zunderbüchse aufgenommen, sehr schön. Wunderbar. Habe ich. Und da haben wir Öl. Nehme ich auch mit. Könnte ich darauf spielen irgendwie? Nö. Gut. Spielen kann man darauf nicht. Okay. Warte mal da. Da ist nur eine Schriftrolle. Da sind noch drei Schriftrollen. Da ist auch nochmal eine Schriftrolle. Also nichts Besonderes. So. Wie sieht es da drin aus? Aha. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Bedienstete? Okay. Die hatten also Bedienstete hier. Na gut, bei der riesen Villa oder bei dem riesen Schloss wundert es mich nicht. So. Dass wir das da gar nicht liegen lassen. Nicht, dass dann einer auf die Idee guckt, du hast deine Zunderbüchse vergessen. Ich meine, klar, wenn ich irgendwo wieder irgendwas übersehen, da bin ich mir sicher. Aber ja, so ist es nun mal. Das kann ich nicht verhindern. Ja, nehmen wir auch noch mit. Nehme ich. So. Sehr gut. Was haben wir hier? Hollala. Was zur Hölle war das denn jetzt? Hui. Dürfte aber ordentlich was zu Bruch gegangen sein hier gerade. Kannst du. Nee, das war hier vorher schon. Das war hier vorher schon. Aber irgendwas. Hä? Ach, guck mal. Da kommen wir wahrscheinlich dann durch. Nee, Moment mal. Wir warten erstmal noch. Wir gucken uns da erstmal in Ruhe um. So, war was gehört. So, Moment. Beruhig dich mal. Hallo, da Licht. Guck. Alles gut. Dann machen wir da mal die Laden auf. Da ist nichts. Da haben wir eine Zunderbüchse. So, zumachen. Zettelchen lesen. Na,
Alles gut, Daniel, alles gut. Wir sind hier immer noch im Schloss drin. 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Da ist ein Licht. Ich will es anfassen. Faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most... Julia Relic.